Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Horizon 2 Cover Mode. So, wir sind dabei, das Rezept für den Infinity-Katalyst zu füllen. Stoßen jetzt aber so langsam auf die letzten Sachen, die wir da machen können. Copper-Kanister. Da würde ich ganz gerne mal ein kleines Rezept machen. Machen wir mal. So. Was können wir dann noch machen? Das Silky Jewel. Können wir ins Auto-Crafting packen. So, dann machen wir einmal hier. Zack. Aus 2,6 davon. Machst du mir. Nee, warte, das machen wir jetzt anders. 2 davon. Sind zwei davon. Encode. Kompressor. Da. Und dann machen wir ein Rezept für. Damit habe ich sogar ehrlich gesagt nicht gerechnet. Dass das so billig ist. Aber naja, soll mir soll's recht sein. So, Copper. 45, sehr schön. Lass mal loslaufen. So, dann. Machen wir das Rezept für Silky Jewels. Machen wir es mal ganz einfach. Encode. Zack, zack. Zack. Das sollte jetzt eigentlich ein schnelles Rezept sein. Ey, wie viel Platz wir noch in den ganzen Türmen haben. Okay. So, Silky Jewel. 45. Oh. Habe ich da kein Rezept für? Was natürlich voll schlau wäre, wenn wir das hier dann machen würden. So ungefähr. Haben wir noch Patterns da oder? Ich hasse diesen Bug. So, dann jetzt aber. Siki, genau. Silky Jewel. 45. Start. Okay. Dann brauchen wir Carbide-Blöcke. Das Rezept fügen wir mal hier ein. Und haben wir noch Carbide da? Jawohl. Wir hauen jetzt einfach alles an Rezepten rein, was geht. Hauptsache, wir kriegen es fertig. Und Start, dann dürfte jetzt wieder schneller gehen. Jawohl. Na, du kleiner Stinker. Gerade kam ein Hund rein, der liebe Robby. Wer mal gut kurz Hallo sagen möchte, kann dir mal sagen. Ansonsten, hallo Robby. So. Schwachsinn ist fertig gelabert. Was haben wir noch? Die Gas Storage und Fluid Storage. Ich glaube, dann wird. Wenn machen wir jetzt einfach am Ende, wenn wir hier komplett durchgegangen sind. Lava Crystal. So. Genau. Wir brauchen ein Rezept für eine Fire Charge. Wir sagen jetzt erstmal ein Graphite.
nochmal einfach schnell hier in der Segmüll. So. Sehr schön, da haben wir hier auch ein Pattern drin. Dann jetzt aber wieder hierüber. Wir brauchen das Rezept für die Fire Charge. Ein Code. Lava Bucket müsst. Haben wir nicht? Okay. Aber auch alles gar kein Thema. Zack. Zack. Und dann zu guter Letzt das Thema Lava Crystal. Einmal so. Fire Charge. So. 1, 2, 3, 4. Encode. Super. Uff. Ja, so langsam geht es echt gegen Ende über. So, alles klar. Lava Crystal. 45 Stück. Ich habe kein Rezept für Blaze Watts. Jetzt schon. So. Lava 45 Start. So. Dann, wie sieht das jetzt generell aus? Was willst du noch craften? Kupferknäster sind bald fertig. Lava Crystal. Oh. Was war das jetzt alles, was ich gecraftet habe? Scheiße. Oh genau. Carbide-Blöcke. Hab schon rüber getan. Silky Jewel. Scheiß Kurzzeitgedächtnis. So. Das Hardwall können wir mal machen. Da gehen wir auch schon wieder hier rüber, weil ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Okay. Wir brauchen einmal das Rezept. Zack. Daraus machen wir das Tier 2 Stone. Haben wir für Schnallstein kein Rezept? Doch. So, 1, 2, 3, 4. Encode. Rein da. Hardwall Tier 3. Brick. Die können wir auch craften, oder? Nein? Clay können wir aber craften, ne? Genau. Dann sagen wir jetzt erst einmal aus einem Stack machst du mir einen weiteren Stack davon. Encode. Und so. Also. Diamond Chest. Da kommt das rein. Der Rest ist bisher Crafterei. Das heißt, wir können erstmal nochmal hier die Hardwall fertig machen. Code. Und Hardwall Tier 5. Das kann dann alles jetzt hier rein. So. Hardwall Tier 5. 45. Gib ihm. Wow. Das ging schnell. Wie zu erwarten von einem Glorious PC Master Race.
Oh genau, die Unstable Ingot-Blöcke sollten fertig sein. Boah Leute, ich glaube so wie war. So weit war ich noch nie in diesem Modpack. Also ich hatte das ja mal im normalen Titan-Mode gespielt, privat, aber holy moly. Okay. Redstone Fuel Stick. Gib mir mal, ja. Und Redstone, 20 Stück war das, ne? Oder war doch 20? Genau. Stick. Muss ja nur noch im Induction Smelter gemacht werden. Dann war hier. Zack, zack. Sag den Code. Induction Smelter da. Ein Redstone Infused Stick und zwar 45 Mal bitte. 42 Mal bitte. Das ging jetzt schnell. Der kommt unter die Kupferkanister, also hierhin. Sind die eigentlich fertig? So gut wie, da fehlt noch ein bisschen was. So, wir brauchen jetzt jede Menge Quarz. So, Block of Smoky Quarz. Smoky Quarz ist Quarz mit Kohle. Hat der das jetzt gemacht oder? Smoky Quartz. So. Das erste Quartz haben wir fertig. Mana Quartz mache ich gleich fertig. Lavender Quartz. Da brauchen wir so ein Gedönse. Haben wir noch eine. Genau, Dandelion. Wenn wir schon dran sind, wir brauchen. Nur die Adium. Das ist. Das geht ja jetzt schnell. Ein Lavender Quarz EMC, ja gut. Dann mache ich das so rüber. Das ist ja da drüben. So, ich muss einmal ganz kurz husten. Mein Hals ist irgendwie so ein bisschen komisch geworden. So, Allium. Allium. Wir brauchen eine Allium. Ich bin vorne. Ich bin in der Luxusklasse. Das heißt Allium, nicht Allium. Nee, warte mal, das müssen wir jetzt ja nicht encoden. Dann eben hierüber Lavender Quarz. Ah, da ist das Problem. So, Lavender Quarz. Hol mal den Rest hier raus. Wow. Das reicht dann erstmal wieder. Ja, die Blumen können weg. Wir brauchen einen Block of Sunny Quartz, dafür brauchen wir eine Sunflower. Also der Dosche ist ja manchmal blöd, aber nicht so blöd. Natürlich bereitet der so etwas natürlich vor, ne? Zack. Zack. Das dahin, das dahin. Jetzt brauchen wir nur noch Elfenquarz, Red Quarz und Mana Quarz. Red Quarz werde ich mir gerade vorbereiten.
So. Das passt dann noch hier rein. So, einmal. Block of Smoky Quartz. 45. Start. Block of Red Quartz. 45. Start. Sehr schön, sehr schön. Das kommt genau dahin. So. Block of Elfenquarz. Ist einfach nur Quarz da reingeworfen und Mana Quarz sollte klar sein. Das ist einfach Mana in einem. Also Quarz in einem Mana. Cool. Das heißt, ich werde jetzt einmal vier Stacks mitnehmen. Haben wir noch Lecker Lotus? Ein paar haben wir noch. Ja gut, ne? Scheiße, da ist ja so einer drunter. Verdammt. Habe ich natürlich sehr, sehr gut nachgedacht. Haben wir einen Mana Pool? Wo ist denn der? Ja, komm, das Prismarin können wir da wieder rein tun. Wieso zum Beispiel habe ich zwei Enderpouch? Das will ich gar nicht erst wissen. Danke, du kannst wieder da drauf. Gut. Eine Blacker Lotus hat auch reingepasst. Zack. So. Mana Quarz kommt dahin. Jetzt brauchen wir nur noch Elfenquarz. Das heißt, ich muss nochmal Quarz vorbereiten. War 256, mache ich jetzt einfach mal. Wobei, weiß was. Es kommt aufs Gleiche hinaus gerade. Das war ganz im Ernst. Unser Mana-Tablet einmal ganz kurz. Danke. Danke. Das Elfenquarz machen wir noch fertig und dann können wir eigentlich auch schon loslegen mit dem restlichen Rotz. Aber in der nächsten Folge wahrscheinlich. Oh Gott, da war ja was. Gut, dann werde ich jetzt hier schon mal die Folge. Macht das einfach gerade dann AFK fertig. Ihr seht ja, wir bekommen Elfenquarz. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.